Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play. Nein, das ist natürlich nicht neu, aber in einer neuen Folge von Transport Fever. Das habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe die ganzen anderen Aufnahmen gemacht und jetzt gibt es mal wieder Transport Fever. Ja, zum Schluss haben wir ja hier die erste Zugstrecke hier fertig gemacht. Ich glaube, ich mache die Musik ein bisschen leiser, die ist mal ein bisschen zu laut. Master Musik. Das ist schon der letzte Punkt. Okay, du musst es mal runtermischen. Okay, tja, jetzt ist die Frage, was man jetzt, also ich lasse erstmal die Zeit wieder ein bisschen abspielen. Ich glaube, wir haben hier noch keine Buslinie gemacht, eine anständige. Nein, haben wir nicht. Momentan schaut es hier so aus, sprich, hier braucht es noch eine schöne Buslinie. Ich glaube, wir nehmen mal die Bushaltestelle. Du fährst auf alle Fälle mal von da nach da. Was ist denn dein Radius da oben? Soll man dich hier nochmal stehen lassen? Nein, da. Dann da. Dann würde ich fast hier ein Interconnect machen. Also einfach eine Straßenverbindung so. Da sollen wir hier so durchfahren. Dann machen wir hier noch einen Halt. Machen wir gleich zwei hin. Dann vielleicht sollen wir gerade so in die Mitte durchfahren. Und dann da oben rein. Also machen wir so eine kleinere Rundlinie. Also einmal so, 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 so. Dann nochmal einmal in die andere Richtung. Was macht er jetzt hier? Das passt so. Ansonsten macht er keinen Blödsinn. Ja, das passt. Dann ist das jetzt Greifenstein L1. So. Gut. Dann braucht es noch ein paar Busse. Mal schauen. Passagier. Nehmen wir den da. Was kostet der? 35. Haben wir noch gerade mal 5 Stück davon. Schauen wir uns die doch gerade mal an. Ja. Es sind auch ein paar neue Mods rausgekommen, unter anderem ein neuer Bahnhof. Den habe ich aber hier noch nicht aktiviert. Weil ich glaube, ich mal später einfügen, weil es sind jetzt schon über 400 Mods, glaube ich, die ich hier aktiviert habe. Ist ein Wunder, dass es überhaupt läuft. Okay, hier wartet 120 Schweizen. Ich glaube, hier müssen wir auch noch ein bisschen aufrüsten. Sonst kommt ihr da nicht hinterher. Später dann auf alle Fälle. Nicht genügend Geld. Müssen wir uns überlegen, wie wir das mit dem Zug machen. Also ich glaube, das da hinten wird nicht so lang bleiben. Ich will da ehrlich gesagt keinen Zug da runterfahren lassen. Also es wird eher was werden, dass wir da so eine Linie machen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, nur so als Idee, weil ich will ja in Züssow ja die Lebensmittel irgendwie bereitstellen. Da kann man halt nach wie vor entweder hier diese Connection irgendwie machen mit einer Tram. Oder, dass man hier sagt zum Beispiel, man macht hier eine kleine Produktion und fährt dann, weil die Zuglinie wieder dann hier so entlang gehen, dass man hier das mit dem Zug so zurückbringt. Dann macht man die Verbindung hier so rauf und irgendwo da lassen wir das dann stehen. Das wäre auch mal so eine Idee. Das wird natürlich massig Geld einbringen über die Distanz. Aber das kriegen wir jetzt nicht hingebaut. Für das haben wir kein Geld. Sprich, wir müssen jetzt irgendwie. Ich würde jetzt eher auf die Variante gehen. Weil das will ich erstmal für die Stadt da lassen. Wir werden dann eh. Ja, mindestens 2 Bauernhöfe hier brauchen. Ich mag die Ecke irgendwie noch am liebsten. Echt schön aus hier. Ja, gute Frage, gute Frage. Und wenn wir hier eine Brücke machen, wo mache ich die? Ohne dass doof ausschaut. Was nehmen wir denn überhaupt für eine Straße? Ich mache jetzt, glaube ich, einfach 80, 100. Große Landstraße. Autobahn ist Auto.
bin nur 70 von Weite Landstraße. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir halt gleich hier vierspurig drüber. Dass wir gleich mal für die Zukunft denken. So. Vielleicht eine Steinbrücke. Und dann tun wir das ein bisschen nach oben. Das sieht sonst scheiße aus. Ah, so sieht keine Brücke aus. Irgendwie sowas. Nee, das gefällt mir jetzt auch nicht. Nö, nö. Oh, das da. Das sieht ja. Da müssen wir das hier auf. Oh, 700.000 kostet mich der Spaß. Ja, gut, machen wir mal. Aber den Part hier. Hätte ich gern anders. Und zwar mal hier so gerade. Kann ich dich irgendwie eins? Ja, doch. Sieht denn das jetzt aus vom Winkel? Warum hat es jetzt hier da. Komisch, also irgendwie hat es hier so einen kleinen Buckel drin. Machen wir das mal so. Was macht er dann? Ich mir das nur ein? Auf der anderen Seite schon. Nee, ich glaube, das bilde ich mir gerade nur ein. Okay. Das Ganze nochmal gerade machen hier. So. Ja, würde sagen, so. So, dann machen wir das auf der Seite auch nochmal irgendwie schön. Haben wir hier in der Mitte halt einfach so einen mega Hügel drin. Nee, das reißen wir nochmal ab. Das sieht noch nichts aus hier. Das war jetzt halt einfach eine mega Geldverschwendung. Kann ich denn hier schon initial hochbauen? Hier auf Grad einstellen. Das geht. Dann brauche ich jetzt nur irgendetwas, was noch schön aussieht. Da-da-da. Nö. Nö. Damit wäre jetzt auch nicht so unglücklich. Okay, aber hier gehen wir nicht so weit. Hier gehen wir, sagen ungefähr so. Aber jetzt macht er hier die Abstände hier da so doof. Bräuchte man hier irgendwann mal Schifffahrt, ne? Oder? Zumindest nicht da. Das sieht halt nicht irgendwie. Sieht auch nicht so realistisch aus, finde ich. Gehen wir vielleicht doch mit sowas. Bringen wir den vielleicht noch irgendwie in die Mitte? Ja, genau so. Ja, so. Okay. Ja, ich denke. So machen wir es. So. Und dann müssen wir das ganze Teil hier irgendwie so hinkriegen. Sieht es jetzt besser aus? Ja, also hier geht's dann halt gerade rauf. Ganz glücklich bin ich damit nicht, aber besser als vorher. Und eine Proportion links, rechts, vielleicht ein bisschen noch. Aber das macht er mal hier den Pillar nicht. Irgendwie so vielleicht. Hm, 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 hm.
Ja, machen wir es erstmal so. Das war teuer. Okay. Hier hätte ich gerne Kurve. Und dann werden wir dann hier so reinfahren. Die Kreuzung müssen wir hier auch noch irgendwie schön machen. Okay, gut. Dann braucht man die Straßenverbindung. Ach, ich habe schon wieder kein Geld. Eigentlich könnte man die Straße hier auch gerade upgraden. Ne? Lässt du mich das da? Ja. Okay. Dann fahren wir hier so gerade. Nunde. Gut. Passt. Dann einmal glätten. Sonst sieht es hier alles scheiße aus. So. Ich will glätten. Ich will es nicht so lassen. Mein Gott. Also, hier geht's doch so ein bisschen nach unten. Naja. So, Spiel. Komm, ich brauche Money. Gib mir Money. Ich muss glätten. Oh, come on. So, 100.000. Ich will halt auch nicht cheaten. Komm jetzt. Währenddessen, was macht eigentlich unser Zug? Hast du eigentlich schon Leute bei dir mit? Ja, 17 sogar. Nice. Wie schaut es generell aus? So, sind auch schon die ersten da. 21. Ja, ich glaube, das wird nicht lang dauern, bis wir dann... Oh, nice! Raikon Valley können wir fahren. Ui. Oh, die Peppercorn 1. Nice. Also irgendwo müssen wir dann noch einen Luxuszug hinklatschen, wie so ein englisches Segment hier irgendwie bauen mit der Third Rail. So, jetzt haben wir wieder Money. Jetzt kann ich hier wieder glätten. Nice. Und hier auch bitte. Da auch. Ach, come on. Gut. Dann, wo klatsche ich das Depot hin? Entschuldigung. Das Depot könnte man eigentlich schlauerweise hier oben hinbauen, wenn wir dann hier mal eine Straßenbahn fahren werden lassen. Macht Sinn, wenn es hier ist. Depot. Ich glaube, ich werde ich. Na, warte mal. Ach, shit. Mach ich dich hier rein? So, irgendwie so. Und glätten. Das muss sein mit dem Glätten. Ja, okay. Gut. Dann brauche ich eine Straße von da nach da drüben. War ich jetzt da hinten rum oder soll ich doch die Stadt fahren? Ich glaube hinten rum. Wird eine interessante Strecke. Wenn man dann hier so fährt. Ein Tunnel will ich da jetzt. Oder soll man einen Tunnel bauen? Wir könnten auch einen Tunnel bauen. Ich glaube, heute habe ich mir die Spendierhose an. Da klatschen wir jetzt einen Tunnel rein. Oder ihr habt vielleicht nicht so ganz die Spendierhose. Aber was ich jetzt schon mal auf alle Fälle hier machen will, ist die Kreuzung. Als erstes mal anders. Ich glaube, das will ich hier schön gerade haben. Ja, genau. Nutzt nur meine neue Brücke. Mal kurz passieren. Das machen wir hier anders. So. Warte mal, die Stadt ist ja gerade da, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir auch mit einer Bundesstraße darüber.
Und dann bitte hier einmal straight weg. Also so. Und dann einmal hier straight weg. Gut. Dann können wir jetzt das hier wieder verbinden. Okay. Ja, ich glaube, in der Folge wird nicht so viel passieren, außer dass ich da an meiner Straße rumbaue. 1,7 Millionen. Das kann sich eine Kurve sein. Oder man macht straight mit einer. Hier irgendwas hier so 1,3 Steine. Komm, tu mal ein bisschen vorspulen hier, ich brauche Gelb. Währenddessen, hier ist glaube ich auch noch alles huge. Wie schaut es denn bei unseren Steine da oben aus? Ah ja, da ist jetzt langsam mal was los hier. Da sollte man vielleicht mit den Trams nochmal aufstocken. Jo, da schickt man auch noch welche hin. Das ist ja sonst Geld, was wir uns da entgehen lassen. Ah, ich würde auch gerne mal so eine Tram fahren. Bräuchte nur eine Ausbildung, ne? Oder ein Verein. Aber heizen wird es mich schon. Wird auch. Für ohne Lohn auch gerne mal so eine Strecke fahren. Also einfach dabei Spaß macht. Du. Ich bin ja bei uns im Tramverein in Zürich. Da könnte ich auch eine Ausbildung machen. Zum Tramchauffeur. Könnte ich zumindest mal mit der Museumslinie mal fahren. So. Einmal so. Und dann einmal so. Einmal so. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Verbindung, die nicht geglättet ist. Es muss sauer sein hier. So. Also so. Irgendwie glaubwürdig soll es ja schon sein. Okay, dann den ganzen Spaß. Aber warte mal, jetzt erst brauchen wir hier noch ein Depot. Wir nehmen ja das da. Mit einem 30, ja, elektrifiziert. Mach ich das? Ja doch, ich mache das dieses Mal hier draußen hin. Kostet es jetzt so viel, weil du da so in der Höhe bist, ne? Gut. Das werde ich dann irgendwie noch schön hindekorieren. Und vor allem glätten. Dann brauchen wir hier noch Straßenbahngleise. Bitte so. Das ist wenigstens nicht so teuer. Aber teuer genug, dass ich mir nicht leisten kann. Okay. So. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann brauche ich aber noch eine Verbindung von dem Depot da noch da oben. Okay. Wie sieht denn das jetzt auf der Brücke aus? Mit Oberleitung da. Naja. Gut, dann hier das zweite, das schön machen hier,
Okay, dann machen wir das mal hier nochmal modifizieren. Ich werde das hier mal umbauen. Machen wir mal die Dinger wieder hin. Okay. Das können wir dann auch gerade hier noch machen, nachdem wir geglättet haben. Wobei, das war jetzt schwachsinnig. Weil das würde jetzt wieder ändern, wenn ich das hier wieder abreiße. Glaube ich. Okay. Güter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da eben. Schaut für den Arsch aus. Oh, ein Bär. Bin doch. So. Jetzt sehe ich ja gerade die Verbindung, jetzt sowieso nach da unten braucht. Wegen Lebensmittel. Wo werden wir dich anhalten lassen? Ich würde sagen. Straße da in der Mitte. Als müssten die was. Ja, doch, das passt. Dann fahren die da einmal so. Okay, ich glaube, ich mache dafür aber eine eigene Linie. Wobei, macht das Sinn? Ne, das macht keinen Sinn, wenn das eine eigene Linie ist. Erstmal. Die fahren so und dann bis dahin. Das wäre darum. Lebensmittel. Bett. Gut. Dann braucht es noch Fahrzeuge. Nehmen wir mal. Ja, warte mal, die von 40, die von 45. Lange Distanz. Ach, machen wir es doch mit denen. So, was wir gerade kaufen können. Na. Komm, fünf Stück. Bist du Lebensmittel komplett? Geht schon. Und hier tut sie mir aber bitte warten, bis ihr voll seid. So. Und hier wollten wir auch noch ein paar. Ja, da braucht es auf alle Fälle noch mehr. Mehr Geld habe ich nicht. Wo haben wir da? Da haben wir das Depot hingestellt. Gut, generell die Auslastung. Ja, 110. Also ist eigentlich ganz gut bedient. So. Wo sind sie denn? Achso. Machen wir hier gerade dezenten Stau hier. wir könnten eigentlich auch eine Straßenverbindung so machen. Dann fahren sie da nicht mitten durch die Stadt und blockieren die anderen. Irgend sowas in der Richtung. Gut. Und hier die Verbindung machen wir auch mal. So. Gut, das läuft. Bin ich glücklich. So, unser Zug. 76 Leute. Oh shit, da braucht man noch einen zweiten. Da unten 86. Was kostet der Kollege? Da müssen wir ein bisschen sparen. Wobei, ich habe jetzt hier. Das kann ich nur dabei wagen, ja? Ja. Also, was ich gern machen würde, ist. Sowas. Und dann noch meinen Triebwagen hinterher. So, jetzt sind der gleiche, oder? Doch, ET.
Sowas. Dann fährt er nämlich gleich. Also ich weiß nicht, ob er in echt so gefahren ist. Kannst du mir vorstellen. Aber so würde ich ihn gerne auf die Strecke schicken. Also 3,7, das kostet das gleiche nochmal. Aber ansonsten. Oh, auf die 420er freue ich mich auch schon. Und das ist. The first electric multiple unit produced in the USSR. Fast 65. Nix für mich, bist mal zu langsam. Und der Kollege fährt 80. Der fährt 100. Kostet aber einen Haufen. Also die große Variante zumindest. 10 Millionen. Naja, jetzt warten wir da mal, bis wir 3,7 haben. Dann werden wir hier mal Kollege Zug upgraden. So, wie schaut's hier aus? Hat sich schon am Mob-Polen. Jo. Mal Vorspur lassen, bis wir 3,7 haben. Sind ja immer mehr Leute hier. 121. Shit. Oh, das ist auch ein Powerhouse. Okay. Princess Real. Ja, interessant. Wenn wir das Geld denn hätten. Jetzt ziemlich voll hier, ne? Ja, Wahnsinn. Die haben alle eine Gaudi. Mit unserer Bahn. Ich brauche aber Geld. Gibt's mir Geld? Gibt's mir Geld? 3,7. Bis es da dahinter schaut, ey. Oh je. Wie schauen wir denn generell linientechnisch so mit den Finanzen aus? Ja klar, ihr macht's Verlust. Bei dir ist mir egal, wenn du Verlust machst. Das ist jetzt nicht so viel. Im Bundesöl. Oh geil, jetzt haben wir Geld. Jedes Mal. So. Passagier. Beiwagen. Komm mir da. BBÜ oder ÖBB? BBÜ. Gut, kommt da gleich nochmal rein. Aber warte mal, das ist bei Triebwagen elektrisch. BBÜ. Super. Dann schauen wir uns dich doch gerade mal an. Ja, nice. Aber noch länger würde ich ihn jetzt nicht machen, jetzt wäre es dann der zweite Zug. Aber ich glaube, das ist halt. Also ich glaube, den zweiten Zug werden wir halt trotzdem noch machen müssen. Das kann ich doch niemals abarbeiten hier. 95, ja wobei. Aber hier hinten ist einfach schlimmer. Mit Munso. 127. Naja, mal abwarten. Man könnte jetzt noch einen Busservice machen zum Entlasten. Aber ich will da unten nicht noch mehr Verkehr drauf haben. Nö, ist auch doof. Mach mal auch nicht. Gut. Hier, weitere Traums. Bitte gerne. 14 Stück. Da braucht es auch noch einige mehr. So, währenddessen haben wir hier keine Tankstelle, ne? Wir könnten eigentlich hier eine Tankstelle platzieren. Das glaube ich ist ja unter Depots drin. Nehmen wir mal da OMV. Wird das denn hier scheiße aussehen, wenn wir das hier so reinmachen? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber. Ich frag mich, ob wir das hier so platzieren. Ja,
Ja, weil dann ist die Straße hier frei. Wer rein will, der kann rein. ÖMV. Ah, diese Lichter sind echt furchtbar. Okay. Dann einfach nur, was schön ausschaut. Kleinen Bus halt. So. Dann hätte ich schon ein bisschen gern Decorations. Ich glaube, ich hätte hier generell überhaupt so ein bisschen an Tree Branch hier. Ja, irgendwie sowas. Und hier machen wir es mit dem. Mischwaldmäßig. Sieht das jetzt doof aus? Naja. Ich glaube, ich bleib doch beim Einheitlichen. Aber das Coole ist eben, da fahren jetzt Autos raus und rein, weil das halt also ein Point of Interest ist. Also da ist, glaube ich, ein Spawner mit drin. Das ist schon nice. So, lassen wir die Ampel denn da drin? Ja, ich denke, das macht schon Sinn. Okay. Das heißt, im nächsten Step werden wir das hier mal ein bisschen schöner dekorieren, den Bereich hier. Und wir, glaube ich, könnten noch einen Zug kaufen. 3,7 kostet der. Das werden wir jetzt auch mal noch machen. Einmal du und einmal du. Auf R01. Du fährst ja. Okay, das sieht so eine Scheiße aus, wenn er da rausfährt. Wo ist der andere? Der fährt da gerade ein. Du bleibst mal bitte stehen, bis der da hier abgefahren ist. Damit ein bisschen Abstand dazwischen ist. Später habe ich ja hier noch den die Fahrplan-Mod hier. Da können wir uns noch einen Fahrplan definieren, an den sie sich halten. Das ist eigentlich noch ziemlich cool. So. Das heißt, die sollten sich dann halbwegs in der Mitte treffen. Schauen wir mal, ob dem so ist. Fahren die so langsam? Nö. Und schon eher die 100. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, irgendwo hier, da werden sie sich treffen. Mal schauen, ob ich da richtig bin. Mit den Bows. Oh, fast spot on. Nice. Okay, cool. Dann hätten wir das 3 Millionen auf der Tasche. Kommt jetzt hier nicht hinterher, oder was? Wie viele Leute passen denn da rein? 15. Nö, euch tue ich noch nicht upgraden. Gut, das läuft, das läuft, das läuft. Ja gut, ich würde sagen, das passt erstmal wahnsinnig viel, wenn man es nicht macht, außer jetzt hier da die Linie, die Brücke und einen zweiten Zug etc. Mal schauen, was wir im nächsten Teil machen. Ah, müsst ihr nicht stressen, haben ja alle Zeit der Welt hier. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, wie auch immer. Bis denn dann hier auf dem Kanal.